Oh shit, ich habe Enter gedrückt. Okay, dann sind jetzt einfach stehen geblieben. Hoffentlich ist jetzt nichts Schlimmes passiert. Ja, okay, gut, es geht noch, alles klar. So, dann sprengst du den Austrittspunkt in die Luft. Und wir laufen langsam wieder zurück. So, dann guck mal gerade, was haben wir denn da alles? Schieß mal auf den. Okay, gut, einen verfehlt, aber. Okidoki. Du musst dann auch hier oben stehen bleiben. Und die Leute da im Auge behalten. Schießen in die Richtung, wenn ich es richtig verstehe. Aber ich will gerne auf die anderen Marines warten. So, der Biku ist dann schon mal geheilt. Dann lauf hier rüber. Ah ne, der hat noch einen Lebenspunkt gekriegt. Ist ja endgeil. Ja, gehen wir hier hin. Machen wir hier die Biku-Action. Ruß dich aus. Hier, das ist dann unser Käferdompteur. Der heilt die dann. So, Rutherford geht hier hin. Wir müssen eh hier wieder das Platoon möglichst ganz zusammenhalten. Es wird jetzt nämlich ganz schön knapp. Jetzt mal gerade nachgrübeln. Also am besten kommen wir natürlich hier oben lang. Ja, da müssen wir nachher, also hier mit den Türmen, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Denn die machen natürlich die Kisten kaputt, wenn wir Pech haben. Das will ich natürlich nicht riskieren. Ich will natürlich schon gerne irgendwie mit dem Platoon hier dran vorbei. So, dann holen wir dich dazu. Gehst hier rüber. Den Käfermann, den stellen wir mal hier hin. Da kann er dann die Kisten wegschubsen. Und dann müsste doch der Rest vom Platoon da ganz gut durchkommen, oder? Irre ich mich. Ausruhen. Und ausruhen. Und da ist wieder einer weg. Das klappt ja ganz gut eigentlich mit diesen Feuerschranken. So, stell dich mal hier hin. Einmal Feuer. Oh shit, ne, warte mal, den kann ich nicht platt machen, ne? Ich teste mal kurz. Ja, dann ist nämlich die Kiste da auch platt. Okay, Position aufrufen. Dann müssen wir's, ja, dann müssen wir da jetzt wieder ein bisschen experimentieren. Also. Acht. Ach ne, ist ja cool. Zehn. Oh, fette Scheiße. Ist ja übel.
Okay. Das wusste ich nicht. Das Ding kann also echt, das Ding ist wirklich wie ein Flammenwerfer. Zu viel. Es dürfen nicht so viele Treffer werden. Zehn. Dann heißt das, der Typ hat nur noch zwei, ne? Okay, geh hier hin. Schubst das Ding weg. Genau. Gedankenkontrollgedöns da. Mach den weg. Und da würde ich jetzt erstmal ein bisschen halten. Dann geht der Käfer mal gerade hier hin. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber es wird funktionieren, denke ich. Okay, Rutherford muss ein Stückchen hoch. Der Käfer da, der muss da mal raus. Wo kann ich mit dem hingehen? Hier hin. Ich höre Sie, Sir. Und dann können wir jetzt hier eigentlich erstmal ganz gut durchlaufen, weil die Viecher hier nicht passieren können. Das müsste nämlich eigentlich klappen. Ja, dann nehmen wir Brad jetzt mit. Müssen wir in der nächsten Runde wahrscheinlich doch mit den Käfern raus. Okay. Allzeit bereit, Sir. Ja, da müssen wir auch von hier gar nicht schießen, denke ich. Das gucken wir uns jetzt mal gerade an, wie das sich entwickelt. Okay, shit, jetzt funktionieren. Oder jetzt sind schon die Dinger da oben angegangen. Wenn ich das richtig sehe. Dann können wir natürlich mit den Gedankenkontroll-BQs da hoch. Und dann halt ein paar Treffer einstecken. Für unsere Leute. Gehen wir mal hier hin. Komm, du heilst ihn mal. 4 Punkte. Und dann machen wir hier gleich Flammenwerfer-Action auf die, also auf dieses Feld hier. Arbeiten uns so langsam vor. Das Gute ist, die Biku haben ja unbegrenzt Munition. Stell du dich mal hier hin. Jawohl, Sir. Du wartest. Brad geht hier hin. Rutherford geht dann hier hin. Du wartest einfach mal. Und hier können wir auch noch eine Runde warten. Okay, also das Problem ist halt auch, dass wir hier nicht wirklich viel wie nennt man das jetzt? Bewegungsfreiraum haben, meine ich. Lauf mal hier hin. So, jetzt schubst Brad mal gerade die Kiste. Ist zu weit.
Das ist zu weit, das ist zu weit. Schade. Schade. Okay, Sir. Ja, lauf mal zurück. Ich glaube, ein Biku langt da vorne. Erledigt, Sir. Entstellung, Sir. Am besten auf das Feld hier. Können wir eine Mine werfen? Nicht ganz. Ja, ist mal wieder Allzeit insgesamt bereit, Sir. recht wenig Platz da unten. Ach, da oben kommen jetzt auch noch BQs runter. Okay. Wir gucken mal. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal alles dicht. Blockieren dann den Weg. Dann stellt sich der BQ mal hier hoch. So. Brad, wie machen wir's? Also de facto müssen wir vielleicht auch gar nicht dieses Loch hier sprengen, weil wir jede Runde mit dem, weil wir jede Runde mit einem der BQs hier diese Feuerbarriere nochmal neu aufbauen können. Und die kommen also dann auf Dauer nicht da raus. Und würde ich sagen, dann kürzen wir das vielleicht auch gerade ab und ja doch und sagen, ey Leute, hu, es ist uns egal. Machen wir das so. Jawohl, Schieb Sir. die Kiste mal wieder hier hin. So, und dann gehen wir mit den Bikus mal hier hoch. Dann, Geht klar, ja, Sir. dann komm, dann kürzen wir das jetzt ab und dann wird der Part vielleicht auch nicht ganz so arg lange. Geht's los? So, und du gehst hier hin. Jawohl, Sir. Ja, weiß ich nicht, lauf mal hier hin. Dass wir dann nächste Runde alle in Position sind. Oder so langsam uns positionieren können. Wirf's hier hin. Und ja, der wird von alleine da erledigt werden. Ja. Ach komm mal hier so testweise, ne? Spielen. Der nächste bitte. Schön. Komm, wir munitionieren dann hier mal auf, weil dann müssen wir die Position da oben nicht wirklich unbedingt halten. Und weg ist er. Ja, Tatsache, also diese Feuerlanze oder wie auch immer, dieser Feuerstrahl. Der geht nicht so lange. Moment mal. Hä? Was? Junge, ich habe doch gerade nur abgespeichert. Du sollst doch gar keine Kiste abschießen. So. Also prädestiniert für die Geschichte ist eigentlich Rutherford, weil die meisten Bewegungspunkte hat. Deswegen schubsen wir gerade hier die Kiste hoch. Und dann geht Rutherford mal hier hin.
Schub die Kiste nochmal. Ja, bleib mal da stehen. So, du schubst die andere. Ah, ne, Moment mal. Ha. Falsch gedacht. Nee. Erledigt, Sir. So. Und hier hin. So. Was gibt's? Hab ich da was? Cool. Aber eigentlich hätte der doch jetzt auch krepieren müssen. Egal. Gehen wir runter. Ja, Sir. Hier hin. Yeah. Wo seid ihr? Dahin. Dahin. Tja, wenn man unbegrenzt Munition hat, ne? Auch jede Runde hier noch mal den Bau abreißen. In Stellung, Sir. Okay, abwarten. Das Ding mal dahin. Okay. Ich glaube, dass da könnten wir eigentlich ganz gut schaffen. Vielleicht. Vielleicht bleiben wir da jetzt mal wirklich stehen, also nur zur Sicherheit. So, Rutherford geht hier hin, schiebt die Kiste vor. Und dann kann Rutherford hinterher. Abwarten. Dann gehst du da hin und schiebst die Kiste mal dazu. Nur für den Fall, dass wir uns dann doch nochmal zurückziehen müssten. Frage ist jetzt, also er könnte hier 1, 2, 3 und dann Rutherford angreifen. Das will ich jetzt nicht unbedingt. Ist der doch schon mal weg. So, und dann schiebst du diese Kiste da mal hinterher. Dann hat Rutherford noch eine letzte Versteckmöglichkeit, falls es knapp werden sollte. Geh mal hier rüber. Der Biku muss jetzt Plätze mit Brad tauschen. Ich will noch eine Kiste auf Reserve dort haben. Erledigt, Sir. Dann heil den mal. Ja, man muss ja also doch schon viel kombinieren hier auf der Map. Ich höre Sie, Sir.
Komm, mach mal hier. Ja, Sir. Mach die mal weg. Jawohl, Sir. So, Rutherford. Rock. Sofort, Sir. Gut gemacht. Ja, gehen wir mal hier in die Geht's los? Defensive. Wo seid ihr? Ist jetzt die Frage, ob ich da noch hinterherkomme. Oh. Moment mal. Ja, doch, wenn Rutherford. Es müsste eigentlich klappen. Ich muss mal ausprobieren. Ja, Sir. So, Brad schiebt die Kiste hoch. Geht klar, Sir. Abwarten. Hier rüber. Abwarten. Und abwarten. So, 3. 7. Okay. Also, wenn Rutherford jetzt nicht in Panik ist, dann müssten wir es schaffen. Wobei ich das jetzt bei Feuerattacken nicht genau weiß. Schon länger her, dass ich gegen diese BQs gekämpft habe. Okay, wir fressen die Stimmus. Gehen hier rüber. So, jetzt müssen die Dinger ja deaktiviert sein. Dann können wir hier in den Guard-Modus gehen. Und dann frisst du die Stimmus und dann gehst du hier rüber. Es geht los! Und gehst auch in den Guard-Modus. So, dann können wir mit den Käferchen mal da hoch. Jawohl, Sir.